Kairo, die Hauptstadt Ägyptens und die größte Stadt der arabischen Welt, sowie das wirtschaftliche und politische Zentrum des Landes. Die Stadt besitzt zahlreiche Universitäten, Hochschulen, Theater, Museen sowie viele Baudenkmäler. Aufgrund seines Flairs, seiner schönen Plätze, seiner Monumente und Gedenkstätten, allen voran die Pyramiden von Gizeh, wird Kairo von tausenden Touristen jährlich besucht. Ägypten hat 104 Millionen Einwohner, geschätzte 20 Millionen davon leben in und um den Moloch Kairo und es werden immer mehr. Die Landflucht ist enorm. Die Bevölkerung besteht aus 90% Muslimen, 10% sind koptische Christen. Marie Madeleine Sainquin, 1908 geboren als Tochter einer belgischen Unternehmerfamilie. Nach ihrem Philosophie- und Theologiestudium in Paris und Istanbul tritt sie in die katholische Ordensgemeinschaft Notre-Dame de Sion ein und unterrichtet höhere Töchter in Istanbul, Tunis und Alexandria. 1971, nach ihrer Pensionierung als Lehrerin, schafft sie den Sprung in die Elendsviertel Kairos. Als 63-Jährige zieht sie in einen Ziegenstall im Müllsammlerviertel Esbet El Nakel ein und gewinnt das Vertrauen der Bewohner. Hier beginnt ihr segensreiches Wirken. In den 22 Jahren ihres Lebens bei und mit den Müllsammlern von Kairo widmet sie sich zunächst den Kindern, indem sie beginnt, ihnen Schreiben und Lesen zu lernen, eine Schulklasse zu gründen und für die Freizeit der Kinder einen Fußballplatz zu bauen. Sie weiß, nur durch Bildung entkommt man dem Müll. Ihre Worte: Man kann die kleinen Menschlein doch nicht im Müll stecken lassen. In der Folge entstehen in verschiedenen Müllvierteln Schulen, Kindergärten, kleine Tageskliniken, Einrichtungen für Menschen mit besonderen Bedürfnissen, Seniorentreffpunkte, Näh- und Handarbeitsstuben für junge Mütter und eine Kompostanlage sowie ein Sommerhaus für die Kinder am Bittersee. Sie reist in viele Länder, um Vorträge zu halten, sammelt Geld, gründet Vereine und erhält mehrere hohe Auszeichnungen. Nach 22 Jahren bei den Müllsammlern kehrt sie mit über 80 Jahren auf Anordnung ihrer Oberin nach Südfrankreich ins Altenheim ihres Ordens zurück. 2008 ging sie, fast 100-jährig, in Frieden nach Hause zu ihrem Gott. Ihre Saat der Liebe trägt reiche Früchte. Heute werden in den Schwester-Emmanuel-Projekten in 7 Ländern der Welt etwa 70.000 Kinder und ihre Familien betreut. Wir, eine Gruppe von 14 Personen, hatten die Möglichkeit, im Oktober 2017 die Müllsammler in Kairo und die Patenkinder, welche einige aus der Gruppe unterstützen, kennenzulernen. Mit dabei war die Sprecherin des Hilfswerks Schwester-Emmanuel aus Graz. Wir sind in Kairo, wir haben gestern unsere Patenkinder besucht. Das Hilfswerk Schwester Emmanuel wurde in den 70er Jahren gegründet, und zwar deswegen, weil im Osten der Stadt Graz eine Siedlung entstanden ist, die eine neue Pfarre bekam, ein neues Pfarrzentrum, und wir wollten eben nicht nur Geld für unsere Kirche ausgeben, sondern auch etwas über den Tellerrand blicken, und wir haben ein kleines Projekt gesucht und das billigste war ein Brunnen für Schwester Emmanuel für die Müllsammler von Kairo. So wurde dieser Kontakt mit Schwester Emmanuel geknüpft und 1979 haben wir sie in Graz kennengelernt. Seit 1979 besteht also das Hilfswerk Schwester Emmanuel. Es hat mit einer Selbstbesteuerungsgruppe von 10 Personen begonnen und wurde vor allem nach dem Besuch von Schwester Emmanuel schnell über die Pfarrgrenzen hinaus bekannt, ist jetzt auf ganz Österreich ausgebreitet und wir haben im Moment ca. 3000 Spender in ganz Österreich. Ja, also seit mehreren Jahren ist das Hilfswerk Schwester Emmanuel der Caritas eingegliedert, und zwar aus dem Grund, es war für eine Pfarre oder für Privatpersonen einfach zu groß geworden. Die Caritas gibt uns Rechtssicherheit, die Caritas prüft die Projekte und finanziert die mit unserer Hilfe, mit der Hilfe der Spender diese Projekte und macht auch die Abrechnung. Das ist die Rolle der Caritas in diesem Projekt, und für den Spender ergibt sich damit die Möglichkeit, seine Gaben auch von der Steuer absetzen zu können. Seit 2008 bis jetzt haben Pateneltern Patenschaften, Schulpatenschaften für 200 Kinder übernommen,
und diesen Kindern die Schule für jeweils ein Jahr oder seit Beginn der Patenschaft bis zu dem 18. Geburtstag der Kinder finanziert. Die Müllsammler von Kairo, auf Arabisch Zabalin genannt. Sie leben vom Müll und im Müll. Circa 60.000 Menschen sind es, aufgeteilt auf 6 Müllvierteln der Stadt. Auf unserer Fahrt durch die beiden Müllvierteln Meadi Tora und Mokadam bekommen wir einen hautnahen Eindruck vom Leben der Menschen hier. Das Filmen ist hier nicht gern gesehen, so tun wir dies nur vom Bus aus. Die Müllsammler sammeln und verwerten rund 40% des in Kairo anfallenden Mülls und recyceln ihn zu fast 85%. Schon früh am Morgen machen sich die Männer mit ihren Kleinlastern, welche die früheren Eselskarren ersetzen, auf den Weg in die Stadt. Es sind schätzungsweise 80 Tonnen Müll täglich, der von den Zabalins in ihre Viertel gebracht und dort abgeladen wird. Von der Früh weg bis abends wird der Müll von den Familien händisch sortiert und säuberlich getrennt. Was vom organischen Müll noch halbwegs genießbar ist, wird gegessen. Bis zum Abend sind die Straßen wieder frei für die nächste Müllladung am kommenden Morgen. Der sortierte Müll wird zu den Müllverwertungsstätten gebracht und um geringes Geld verkauft. Die Müllsammler kommen so auf ein monatliches Einkommen von umgerechnet rund 100 Euro für die ganze Familie. Somit ist der Müll für sie Fluch und Segen zugleich. Küchenabfälle wurden bis 2009 von den Schweinen gefressen, die an christliche Metzger verkauft wurden. Durch den Verkauf der Schweine hatten sie ein zusätzliches Einkommen. Vorgeblich aus Angst vor der Schweinegrippe ordnete die ägyptische Regierung die Schlachtung der Schweine an. Inoffiziell weiß man, dass dies aus religiösen Gründen passierte. Für Muslime unreine Tiere. Ein wirtschaftliches Problem kommt dazu. In den letzten Jahren haben sich die Preise für die Grundnahrungsmittel verfünffacht, das Einkommen ist aber nicht höher geworden. Die Müllviertel und das Gesicht der Menschen hier hat sich verändert, seit Schwester Emmanuelle 1971 im Elendsviertel einzog. Ihre Nachfolgerin, die koptische Schwester Sarah, führt das Werk Schwester Emmanuelles mit großer Liebe und Hingabe weiter. Zusammen mit den Mitschwestern Dakla, Nada und noch weiteren 35 Schwestern und zahlreichen Mitarbeiterinnen leben sie nach dem Motto von Schwester Emmanuelle: Es genügt zu lieben. Schwester Sarah erzählt, was in diesen 45 Jahren so alles passiert ist. Alors, dès le début, Sœur Emmanuelle était prof de philolettre à Alexandrie. Après qu'elle avait Als Schwester Emmanuelle kam, starben 4 von 10 Kindern bei der Geburt. Die Mütter haben auf der Erde im Müll entbunden. Eine Art Hexe ist gekommen und hat mit einer Schere die Nabelschnur durchtrennt. Alle lebten in Hütten aus aufgeschnittenen Blechtonnen. Sobald die Jungen 12, 13 Jahre alt waren, tranken sie den minderwertigen Alkohol an der Schenke um die Ecke, um sich zu betäuben. Der Alkohol machte sie schnell betrunken. Im betrunkenen Zustand zückten sie oft das Messer. Jede Frau gebar pro Jahr ein Kind und das 11 bis 12 Mal. Die Mädchen wurden mit 10, 11 Jahren verheiratet, es gab kein Entkommen. Sie wurden oft geschlagen, es war für sie die Hölle. Alles das hat unsere liebe Schwester Emmanuelle nicht entmutigt. Es begann mit einem winzigen Kindergarten in einer der Hütten und sie wohnte daneben. Es waren 10 Kinder, die zu ihr kamen, um lesen und schreiben zu lernen. Zum Mittag kamen die älteren Mädchen, um nähen zu lernen. Und am Abend die Buben und die Männer, um alphabetisiert zu werden. Es gab aber keine Aussicht darauf, dass sich das so entwickeln würde, wie es heute läuft. Alors, après que nous étions ensemble 4 ans, nous avons reçu une délégation du Mokadam. Und nachdem wir 4 Jahre gemeinsam gearbeitet haben, kam eine Abordnung eines weiteren Müllviertels aus Mokadam und die stellten die Frage, warum machen Sie das nur in Esbet el-Nakl? Warum lassen Sie uns links liegen?
Und so haben wir die Arbeit am Mokaddam begonnen, mit damals 25.000 Menschen, unter denselben Bedingungen. Ich habe verstanden, dass es einen ganz besonderen Bedarf gab. Es war notwendig, eine Schule zu gründen. Man kann die Kinder nicht im Müll lassen. Die Kinder wuchsen wie die Tiere auf. Wir mussten etwas tun. Wir konnten ein Grundstück erwerben und es war sehr schwierig, unsere Entscheidung zur Gründung einer Schule durchzusetzen. Im ersten Jahr saßen die Kinder auf Kartons auf der Erde am Boden. Dann konnten wir ein Stockwerk bauen. Österreich hat das zweite und das vierte Stockwerk bezahlt. Jetzt gibt es keine Zwangsheirat für Mädchen mehr und viele können zur Schule gehen. Ein Drittel unseres Personals sind ehemalige Müllsammlerkinder und wir sind sehr stolz darauf. Es gibt bereits 300 Mädchen, die ein Studium gemacht haben. Was uns am meisten erstaunt hat, dass sie nicht ihr Viertel verlassen, sondern sie bleiben hier. Durch ihre Berufschancen hat sich ihre Situation stark gebessert und das ist gut. Es gibt Lehrkräfte und Erzieherinnen genug für die Kinder und das hat die Lage sehr verändert. Menschen lebten, wie gesagt, in Blechhütten. Schwester Emanuelle ist nach Europa aufgebrochen, vor allem nach Österreich, und das hat auch in diesem Bereich zu einer großen Veränderung geführt. Wir haben das Projekt der 1000 Ziegelhäuser begonnen. Diese Häuschen hatten schon zwei Räume. Im Laufe der Zeit wurde Elektrizität eingeleitet. Anstelle der von Eseln gezogenen Karren kamen Klein-LKWs, die wir für sie gebraucht kauften. Und das hat auch viel verändert. Die Menschen sind hier zu Hause. Sie legen großen Wert darauf, dass sie an ihrem Wohnort bleiben. Sie sind zufrieden. Und sie erzählt weiter, wie sie zu Schwester Emanuelle gekommen ist. Schwester Emanuelle wollte immer, dass Einheimische mit ihr arbeiten. Und sobald sie erfuhr, dass es unseren Orden gab, 1965 hatte Bischof Athanasius unseren Orden der Töchter Mariens gegründet, kam sie zu uns. Sie hat uns besucht und hat einige Wochen mit uns verbracht, um unser Leben kennenzulernen und um unsere Art zu leben zu verstehen. Dann hat sie zu mir gesagt, Schwester Sarah, du bist verantwortlich für diesen Orden und ich weiß sehr wohl, dass dein Vorgesetzter zögern wird, dir die Erlaubnis zu geben, mit mir zu arbeiten. Möchtest du kommen, um mir zu helfen? Und ich sagte, Schwester Emanuelle, ich habe noch nie so ein Viertel gesehen, aber beten wir gemeinsam, um den Willen Gottes zu erfahren. Ich bin also mit Schwester Emanuelle abgereist, begleitet von einigen Schwestern meiner Ordensgemeinschaft. Und als wir im Müllsammlerviertel ankamen, waren wir wirklich schockiert. So etwas hatte ich noch nie in meinem ganzen Leben gesehen. Ich hatte so einen Dreckhaufen noch nie gesehen, Kinder von Fliegen bedeckt. Dann hat Schwester Emanuelle meinen Bischof gefragt, ob ich bleiben könnte. Und Bischof Athanasius hat mir geantwortet, du musst die Entscheidung treffen. Wenn du dich dafür entscheidest, dann kannst du nicht mehr ins Mutterhaus zurückkehren. Meine Entscheidung war gefallen. Ich liebe die Armen und ich sagte, ich bleibe dort. Auf die Frage, welche Probleme die Menschen hier haben, antwortet Schwester Sarah. Ja, viele Probleme kommen partout. Hier gibt es die ganz normalen Probleme, Probleme, wie es sie überall gibt. Es gibt viele Diskussionen in den Familien, aber ich muss sagen, dass sie jetzt diskutieren können. Sie reagieren jetzt viel besser auf aktuelle Probleme als früher. Ein großes Problem ist noch, wenn sie Müll in Vierteln abholen, wo schon durch eine staatliche Organisation der Müll entsorgt worden ist, dann laufen sie Gefahr, ihr Einkommen zu verlieren. Doch die staatliche Müllabfuhr funktioniert nicht wirklich. Sie fahren oft heimlich in der Früh und manchmal werden sie von der Polizei entdeckt. Aber auch das wird besser werden. Ein weiteres Problem ist, dass jetzt auch schon Menschen von außerhalb kommen und eifersüchtig sind auf die Menschen, die wir hier betreuen. Wir fragen, ob Terrorangst herrscht in den hauptsächlich koptisch-christlichen Vierteln.
Das betrifft uns nicht wirklich. Wir haben hier keine Angst, aber es tut uns weh, dass Menschen einander töten, aus religiösen Gründen oder aus welchen Gründen auch immer. Das ägyptische Volk ist ein friedliebendes Volk. Wir waren immer mit dem, was wir haben, zufrieden. Wir haben immer einander respektiert. Im Müllsammlerviertel versuchen wir zu überleben. Wir möchten uns nicht den Kopf zerbrechen über Dinge, die anderswo passieren. Wir haben einen gemeinsamen Gott. Es gibt nur einen Gott. Und jeder betet zu Gott auf seine Weise. Alors et que chacun adore Dieu de sa façon. Im Müllsammlerviertel Meadi Dora leben rund 7000 Menschen, je zur Hälfte koptische Christen und Muslime. Am Mokattam sind es 35.000, hauptsächlich koptische Christen. In beiden wie auch in den anderen Müllvierteln Kairos werden die Einrichtungen und Projekte von Spendengeldern finanziert. Vor allem auch vom Hilfswerk Schwester Emanuel in Österreich. In den letzten Jahrzehnten wurden Kinderkrippen, Kindergärten, Schulen, Beschäftigungstherapie für Menschen mit Behinderung, Handarbeitsstätten sowie Tageskliniken eingerichtet. Die Kliniken und die medizinischen Einrichtungen sind einfach, doch ein Segen für die Bewohner. Tagsüber ist nichts bis wenig los, die kranken Menschen kommen am Abend, wenn der Müll sortiert ist. Auch die Ärzte kommen abends nach ihrer regulären Arbeit hierher und behandeln die Menschen teilweise ehrenamtlich. Die Patienten zahlen nur einen sehr geringen Betrag, der Großteil der Kosten wird von Spendengeldern finanziert. Die Kindersterblichkeit ist seit der Zeit Schwester Emanuels von 50%, davon 40% an Tetanus, auf 1% gesunken. Die Lebenserwartung ist von 47 Jahren bei Frauen und 60 Jahren bei Männern auf 70 und 67 Jahre gestiegen, aufgrund der besseren Lebensbedingungen und der besseren medizinischen Versorgung. In einem Handarbeitszentrum stellen junge und werdende Mütter mit Hilfe von Projektbegleiterinnen Handarbeiten her, die sie danach verkaufen können, um ein wenig Geld zu verdienen. Es genügt zu lieben. Mit offenen Herzen und voller Freude empfangen uns die kleinen Menschlein in den Kindergärten und Schulen. Einfach rührend. Sie sind nicht so kamerascheu wie die Erwachsenen in den Straßen. Auch die Lehrkräfte und Verantwortlichen freuen sich über unseren Besuch. In Meadi Tora besuchen 300 Kinder den Kindergarten und die Schule, am Mokattam sind es 900. Die Kinder werden bis zum 15. Lebensjahr hier betreut, danach besuchen sie 3 Jahre lang eine öffentliche Schule. Sehr viele Familien können es sich nicht leisten, ihre Kinder zur Schule zu schicken. Da aber Bildung der Grundstein zu einem Leben außerhalb der Müllberge ist, hat man vom Hilfswerk Schwester Emanuel die Möglichkeit geschaffen, Patenschaften einzugehen mit den Kindern bzw. deren Familien. Mit der Unterstützung von 170 Euro pro Jahr kann ein Kind zur Schule gehen. Es bekommt Schulmaterial und Schuluniform und täglich eine warme Mahlzeit. Sehr bewegend und erfreulich sind die Begegnungen mit den Patenkindern, auch wenn wir uns sprachlich nicht mitteilen können. Man bekommt zwar immer wieder Nachricht und Post von den Kindern über den Weg des Hilfswerks, doch sie nun persönlich kennenlernen zu dürfen, ist schon nochmal etwas anderes. Und weil die Kleinen so nett sind, sucht sich so mancher aus der Gruppe noch ein weiteres, neues Patenkind aus.
Die Schwestern sind bestrebt, die Schulen immer wieder sinnvoll zu erweitern, um die kreativen Möglichkeiten der Kinder zu fördern. So entsteht in der Schule am Mokadam gerade eine Theaterbühne für Schulaufführungen, auf welcher die Schwestern und die Schüler sehr stolz sind. Den Verantwortlichen ist auch bewusst, dass die Freizeitgestaltung für die Kinder und für die Jugendlichen sehr wichtig ist für deren Entwicklung. Was motiviert die Schwestern und Mitarbeiterinnen immer weiterzumachen und das Projekt immer weiter zu vergrößern? Au début, on était ensemble avec Sœur Emmanuelle pour organiser le tout. Am Anfang habe ich gemeinsam mit Schwester Emmanuelle alles organisiert, alles geplant. Wir haben ganz klein begonnen und sobald wir ein Projekt fertig hatten, haben wir mit dem nächsten begonnen. Ich habe von Schwester Emmanuelle sehr viel gelernt. Es motiviert mich, wenn ich Freunde sehe, die für uns da sind und die sich für uns interessieren. So zum Beispiel sind wir nach Österreich gefahren, um Hilfe zu bitten. Die Liebe geht allem voran. Und die zweite Kraft für uns Nonnen ist die Kraft durch Gott und die Zeit für das Gebet. Wenn wir das nicht hätten, würden wir den Kopf verlieren. Ich kann diesen Ort einfach nicht verlassen. Ich kann die Menschen nie verlassen. Ich kann also auch nicht in Pension gehen. Und wenn Gott mir die Kraft gibt, kann ich mit den Schwestern noch viel erreichen. So sehr liebe ich diese Menschen. Und auf die Frage, was wir in Österreich konkret tun können. Sie tun das, was für sie möglich ist. Sie tun schon sehr viel. Noch nie habe ich eine Freundschaft gesehen, die so lange angedauert hat. Ich glaube, wir sind eine Familie, die sich ergänzt. Wir haben denselben Blick auf die Menschen und darauf, wie man ihnen helfen kann. Was ich besonders an Österreich liebe, ist, wo immer man hingeht, gibt es Leute, die sagen, grüß Gott, das hört man überall. Wir bedanken uns bei Schwester Sarah für das Gespräch. Wir danken und ich bin sehr froh für alles, was Sie tun und sehr froh, dass Sie so zahlreich hergekommen sind. Das, was Sie hier sehen, ist der Beweis dafür, dass man immer etwas machen kann und dass es immer etwas zu tun gibt. Sie haben die Kinder gesehen, wie fröhlich sie sind. Sie führen ein erfülltes Leben. Schwester Emmanuelle betet für uns und wir haben schon viele Freunde im Himmel. Schwester Emmanuelle, Bischof Athanasius und alle Leute, die mit uns gelebt haben von Anfang an. Tausend Dank. Die Saat wurde gesät vor 45 Jahren. Sie ging auf und trägt reiche Früchte. Sowohl hier am Ausgangsort des Wirkens der Schwester Emmanuelle und ihrer Mitschwester Sarah, als auch an vielen anderen Orten der Welt. Möge diese Saat der Liebe noch in viele Herzen fallen und Früchte tragen und den kleinen und großen Zabalins eine hoffnungsvolle Zukunft bereiten. Möge der Segen des Himmels dieses Werk der Liebe begleiten. Es genügt zu lieben.